Track Record. Hallo und herzlich willkommen zum User-Video von den Top 5 Minecraft-Mods, die wir bisher vorgestellt haben. Ja, ihr habt kräftig Mods in die Kommentare geschrieben und ich habe ausgewertet und bin zu einem Ergebnis gekommen. Und bevor es losgeht, möchte ich schnell sagen, dass Mods, die ich jetzt schon vorgestellt hatte in meinem Top 5, also im letzten Video, die jetzt schon im letzten Video drin waren, dass die nicht nochmal in diesem Video drin sind. Also ein paar hatten sich ja beschwert, dass im besten Games 2013 GTA 5 im User-Video nicht dran war. Es lag einfach daran, dass es schon im anderen Video drin war. Also nicht da beschweren, sondern das andere Video anschauen und sich denken, oh, da ist es ja. Und ja, es geht los mit Platz 5. Viel Spaß und yay! Platz Nummer 5 belegt für euch der Trains and Zeppelin Mod oder heutzutage auch einfach Traincraft. Vorgeschlagen wurde die Mod von Bonsai97, Yasima12 und Direct Zombie LP. Wie man schon aus dem Namen ableiten kann, hat die Traincraft Mod was mit Zügen zu tun und ja, das beschreibt die Modifikation eigentlich am besten. Durch die Installation werden zahlreiche neue Züge in eure Minecraft-Welt eingefügt, ungefähr etwa 80 Stück. Dabei reicht die Palette von unterschiedlichen Zügen, von aktuellen und hochmodernen Zügen über alte Dampflokomotiven bis hin zu Elektrozügen. Es wird zwischen Zügen, die durch Strom angetrieben werden, welche die durch Kohle angetrieben werden und welche die durch Dampf angetrieben werden, unterschieden. Neben den unzähligen Zügen stehen auch jede Menge Waggons zur Verfügung. So gibt es unter anderem Waggons für den Transport von Passagieren, Gegenständen, Waggons für den Transport von Kohle oder Holz oder auch einfach Großtransporte. Außerdem gibt es noch weitere Fahrzeuge, wie zum Beispiel einen Schienenleger, der Schienen legt und einen Tunnelbohrer, der Tunnel bohrt. Ja, alles in allem eine ziemlich coole Mod, die einen verdienten Platz 5 belegt und weiter geht's mit Platz Nummer 4. Euren Platz 4 belegt die Pixelmon Mod. Vorgeschlagen wurde die Mod von Nils N, Playscream LP, Bonsai97 und William Zockt. Die Mod ist ziemlich bekannt, darum werden die meisten sie wohl kennen. Und ich gehe mal davon aus, dass auch die meisten von euch schon mal vor Minecraft Pokémon gespielt haben. Ich gehöre leider nicht zu denen, die es getan haben, aber trotzdem gefällt auch mir der Mod ziemlich gut. Er fügt über 200 verschiedene Pokémon ein, die nicht nur optisch den echten Pokémon sehr stark ähneln, sondern auch einige Fähigkeiten mit sich bringen. Ihr startet, wie es wahrscheinlich auch bei den Spielen war, als Pokémon Trainer in einer normalen Minecraft-Welt. Zu Beginn müsst ihr ein Start-Pokémon auswählen. Wählen könnt ihr zwischen Bisasam, Glumanda und Shiggy. Im Spielverlauf könnt ihr nun euren gewohnten Minecraft-Aktivitäten nachgehen und nebenbei immer euer Pokémon leveln. Auch ist es euch möglich, immer weitere zu fangen. Sogar die Nebensächlichkeiten wie Blumen, welche man von Beeren erhält, die dann wiederum eine spezielle Funktion haben, sind toll integriert worden. Das einzige Manko, was du vielleicht feststellen lässt, ist, dass es nur eine englische Sprachausgabe gibt, aber auch die geht nicht über den Grundwortschatz hinaus. Sollte also für jeden verständlich sein. Alles in allem eine sehr starke Mod, die damals nicht von uns vorgestellt wurde, sondern von einem Gast, dem kranken Typ oder kranker Leut. Bei dem könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Verdient der Platz 4. Wir kommen zu Platz 3. Platz Nummer 3 belegt bei euch der Millionär-Mod. Vorgeschlagen wurde die Modifikation von Marvin Hock, der Aiden HD, Bonsai97 und Nino Tingeli. Der Millionär-Mod ist eine reine Singleplayer-Mod für Minecraft. Er strebt es an, die Leere der Singleplayer-Welt zu füllen. Dafür fügt der Mod NPC-Dörfer aus verschiedensten Kulturen des 11. Jahrhunderts, wie zum Beispiel die Normannen, die Nordiner, die Mayas und die Japaner hinzu. Weitere Kulturen sind dauerhaft in Planung. Alle Dörfer sind mit Männern, Frauen und Kindern verschiedenster Arten bevölkert. Sie führen Aufgaben aus, wie zum Beispiel den Handel mit dem Spieler, die Verbesserung der aktuellen Gebäude, der Anbau von zum Beispiel Weizen oder in normannischen Dörfern auch Reis oder in indischen Dörfern auch das Basteln von Voodoo-Werkzeugen. Umso größer das Dorf wird, umso mehr wächst auch die Einwohnerzahl. Dem Spieler ist es möglich, den Dörfern durch den Handel zu helfen und sein Haus mit einzigartigen Gegenständen der jeweiligen Nation zu schmücken. Wenn man genug beliebt bleibt und in einem Dorf besitzt, bauen sie sogar ein Haus für den Spieler. Den Millionär Mod gibt es in verschiedensten Sprachen, zum Beispiel Französisch, Englisch, Deutsch, Russisch und Polnisch. Alles mal eine wirklich geile Mod, die damals Arno vorgestellt hat. Und es war auch eine unserer ersten Mod-Shows. Link ist natürlich in der Beschreibung, wie von allen anderen Mod-Shows auch. Und wir kommen zu Platz 2. Euer Platz 2 ist der Mo Creatures Mod. Vorgeschlagen wurde der Mod von Nailyplay, Janina lacht dich tot, der 1HD, Passi rein und ks.demo.u.docu. Auch der Mo Creatures Mod ist wohl einer der bekanntesten Minecraft Mods und fügt eine Vielzahl weiterer Tiere hinzu.
Unter anderem Katzen, Mäuse, Ratten, Löwen, kleine Fische, Delfine, Haie, Werwölfe, Bären, Eisbären, Enten, Hasen, Vögel, Füchse, Pferde und noch vieles weiteres. Insgesamt sind es also ca. 43 Tierarten. Alle Animationen und Texturen der Tiere wurden äußerst liebevoll gestaltet. Die Installation des Mods ist an sich recht aufwendig, aber wenn man ihn dann einmal installiert hat, dann kann man sich wirklich freuen, denn die Atmosphäre, die dann in Minecraft ist, ist wirklich toll. Es gibt nun wirklich viel zu entdecken. Manche Mobs sind friedlich, manche feindlich gesinnt, manche droppen Interessantes. Und vieles mehr. Viel mehr gibt es zu dem Mod auch gar nicht mehr zu sagen. Ich empfehle jedem mal selbst dadurch zu stöbern, denn es ist wirklich toll, macht Spaß und darum ist auch ein verdienter Platz 2 und wir kommen schon direkt zu eurem Platz 1. Platz Nummer 1 belegt für euch der Portal Mod oder der Portal Gun Mod. Vorgeschlagen wurde der Mod von Nils N. Tut für euch XX Freestyle XX, Marvin Hock, Moritz Kiran, Nico Schwaberg und Nailie Play. Mich persönlich hat es ein bisschen überrascht, dass der Mod so weit vorne ist, aber nichtsdestotrotz werden wir doch mal schauen, was er so hinzufügt. Man kann sagen, dass der Mod ein großer Spaß für Indie-Spieler ist, denn er verbindet zwei der besten Indie-Games miteinander. Das ist zum einen natürlich Minecraft und auf der anderen Seite natürlich Portal. Die Portal-Gun, die durch diesen Mod hinzugefügt wird, erlaubt es euch, orange und blaue Portale zu erschaffen. Ihr könnt nun eure eigenen Apparaturen und Testkammern bauen und eure Freunde als Versuchskaninchen benutzen. Die Portal-Gun funktioniert prinzipiell auf jeder Oberfläche, mit Ausnahme von fließendem Wasser oder Lava. Wer das Spiel Portal 2 kennt, sollte sich diesen Mod also auf keinen Fall entgehen lassen. Auch ist der Mod sehr nützlich, wenn man große Strecken überbrücken möchte. So kann man sich zwei Portale schießen und einfach den Weg überspringen. Auch hier gibt es nicht viel mehr zu sagen, aber alles in allem eine wirklich gute Mod von zwei wirklich tollen Spielen. Darum wahrscheinlich ein verdienter Platz 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Am Samstag ist dann wieder Arne dran mit einer coolen Sache. Viel Spaß dabei. Bis dahin, haut rein, Leute, und ciao.